Willkommen bei den Finanznews. Heute mit einem Beitrag über den kommenden Crash in China. Chinas Lehman-Moment rückt näher. Die Evergrande Group warnte seine Anleger Anfang September vor Ausfallrisiko durch Liquiditätsengpässe. Evergrande ist Chinas zweitgrößtes Immobilienunternehmen. Der ungarische Billionär und Investor George Soros prognostiziert, dass China vor einer großen Finanzkrise steht. Auf seiner Webseite schrieb er jüngst, dass Chinas Immobilienboom zu Ende ist. Evergrande ist bereits mit über 300 Milliarden Dollar verschuldet und steht vor der Zahlungsunfähigkeit. Das könnte einen Crash auslösen. Aber nicht nur George Soros ist besorgt. Auch das chinesische Unternehmen selbst hatte erst vor kurzem wieder bei der chinesischen Regierung auf seine Notlage aufmerksam gemacht. Sollten die Bemühungen um die Beschaffung von frischem Geld nicht bald erfolgreich sein, droht den Investoren Ungemach. Die Evergrande-Gruppe muss nun mit dem Risiko von Kreditausfällen und Rechtsstreitigkeiten außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs leben, sagte ein Sprecher des in Shenzhen ansässigen Unternehmens am vergangenen Dienstag in einer Pressekonferenz. Aktionären und potenziellen Anlegern wird empfohlen, beim Handel mit den Wertpapieren unserer Firmengruppe Vorsicht walten zu lassen. Derzeit prüft das fast mittellose Unternehmen den Verkauf von Anteilen an seinen börsennotierten Assets für Elektrofahrzeuge und Immobiliendienstleistungen. Auch wird versucht, neue Investoren zu gewinnen und Kreditrückzahlungsfristen zu verlängern. Starke Preisnachlässe, um Wohnungen schneller, aber mit Verlust, zu verkaufen, sind ebenfalls geplant. Evergrande versucht auch, seinen Büroturm in Hongkong an die Yushu Property Corporation zu veräußern. Ursprünglich waren 15,6 Milliarden Hongkong-Dollars dafür veranschlagt. Mittlerweile verhandeln die beiden Parteien bei ca. 10,5 Milliarden Dollar. Das ist ein Drittel weniger als angestrebt. Fallende Gewinnmargen an allen Ecken und Enden trugen dazu bei, dass der Nettogewinn von Evergrande in der ersten Jahreshälfte um 29% auf 10,5 Milliarden chinesische Yuan gesunken ist. Das sind etwa 1,6 Milliarden US-Dollar. Wohl nicht erwähnt werden muss, dass dieses Ergebnis natürlich weit unter den Erwartungen der Analysten lag. Da Peking sich bisher weigert, dem Unternehmen finanziell zu helfen, sank der Aktienkurs von Evergrande auf neue Tiefststände. Das Vertrauen der Anleger in die Fähigkeit des Unternehmens, seine Schulden zurückzuzahlen, ist stark geschwunden. Die Regierung in Peking überraschte mit der Entscheidung, keinen finanziellen Support zu geben. Sie handelte damit anders als bei der jüngsten Rettungsaktion für den angeschlagenen Finanzdienstleister Huarong, der vor einigen Wochen nach monatelangen Spekulationen über sein Schicksal endlich vom Staat gerettet wurde. Im April 2021 verloren die von China Huarong angebotenen US-Dollar-Anleihen plötzlich an Wert. Es folgte ein Ausverkauf, nachdem das Unternehmen im März eine Frist zur Veröffentlichung seiner Ergebnisse für 2020 versäumt hatte. Die Befürchtungen eines kurzfristigen Zahlungsausfalls schienen gemildert, nachdem das Unternehmen angeblich Mittel für die vollständige Rückzahlung von Offshore-Anleihen in Höhe von 450 Millionen US-Dollar freimachen konnte. Um das Risiko einer panischen Ansteckung des Marktes zu verringern und den Cashflow zu stabilisieren, forderten chinesische Aufsichtsbehörden die Banken des Landes auf, Huarong wieder Kredite zu gewähren. Huarong ist seit 1999 zumindest mehrheitlich in staatlicher Hand. Evergrande ist das nicht. Am 19. August 2021 teilte die Financial Times mit, dass der Konzern seine Zulieferer nicht mehr bezahlen kann. Die Fälle von unbezahlten Rechnungen sind nun auf weltrekordverdächtigem Niveau. Die Bruttogewinnmarge von Evergrande wird bei einem Verkauf seiner Immobilien weiter sinken, sagte Lisa Shu, Analystin bei Bloomberg Intelligence. Unter allen von Bloomberg beobachteten großen Bauträgern hat Evergrande die bei weitem geringste Rentabilität. Aggressive Werbeaktionen und Preissenkungen sind ein unmissverständlicher Indikator dafür, schrieb Lisa Scow in ihrem Bloomberg-Statement.
Ein weiterer Schlag ins Gesicht sind die Signale von langjährigen Verbündeten. Chan Huiwan, seinerseits CEO der Chinese Estates Holdings, habe die Schnauze voll von Evergrande. Die Ehefrau des Hongkonger Milliardärs Joseph Lau verkaufte erstmals Evergrande-Aktien, wie aus Unterlagen hervorging. Evergrandes 8,75% Anleihe mit Fälligkeit 2025 fiel laut Bloomberg-Daten um 1,5 Cent pro Dollar auf 34 Cent. Die Aktien des Unternehmens schlossen im Handel in Hongkong 0,7% niedriger und verzeichneten damit in diesem Jahr einen Rückgang von 71%. Um die Verwirrung noch zu vergrößern, verzichteten die Führungskräfte des Unternehmens auf einen Kommentar zu den Ergebnissen. Dies war eventuell eine Reaktion auf die jüngste staatliche Aufforderung aus Peking, das Unternehmen solle den Mund halten. Den Anlegern blieb nichts anderes übrig, als in den wenigen öffentlichen Erklärungen, Analysen und Statistiken nach Hinweisen auf den Gesundheitszustand von Evergrande zu suchen. Die Einnahmen aus fertiggestellten Projekten fielen in diesem Jahr um 17% auf 222 Milliarden chinesische Yuan. Das ist der niedrigste Wert zum selben Zeitraum der vergangenen 4 Jahre. Die Bruttomarge halbierte sich fast auf 12,9% im Vergleich zu den 6 Monaten zuvor. Das ist der niedrigste Wert seit 2008. Wirklich beunruhigend ist, dass Evergrande einige Immobilienprojekte zeitweise eingestellt hat. Man ist angeblich in technischem Verzug, was zur Aussetzung der Arbeit an Projekten führte. Evergrande verhandle aber mit Lieferanten und Bauunternehmern, um die Arbeit wieder aufzunehmen. Die Gruppe wird ihr Möglichstes tun, um den Betrieb fortzusetzen und sich bemühen, die Immobilien wie geplant an die Kunden zu liefern, hieß es in einem Statement. Unabhängig davon erfüllt das Unternehmen immer noch nicht 2 der sogenannten 3 roten Linien Chinas, welche die Regulierung den Entwicklern im Rahmen eines rigorosen Vorgehens gegen die Verschuldung auferlegt. Das Unternehmen hat sich nun verpflichtet, alle 3 Richtlinien bis Dezember 2022 zu erfüllen. Da viele Banken, Zulieferer und Hauskäufer vom Immobilienriesen Evergrande abhängig sind, würde ein Zusammenbruch die chinesische Wirtschaft in Panik versetzen. Das wirft die Frage auf, ob staatliche Unterstützung nicht doch noch auf den Weg gebracht wird. Denn ein Zusammenbruch hätte, ähnlich wie bei Lehman Brothers im Jahr 2008, weltweite Auswirkungen. Die chinesischen Regulierungsbehörden haben Evergrande Anfang des Monats mit einer seltenen öffentlichen Rüge aufgefordert, seine Schuldenprobleme zu lösen. Aber Evergrande ist nicht mehr in der Lage, dies zu tun, ohne Konkurs anzumelden oder eine staatliche Rettungsaktion notwendig zu machen. Wird Peking dem Unternehmen aus der Patsche helfen, wenn man erkennt, dass es keine anderen Möglichkeiten mehr gibt? UBS-Analyst Kamil Amin äußerte sich letzte Woche zu dieser Frage. Solche Ausfälle wie bei Evergrande in Verbindung mit der überdurchschnittlichen Volatilität auf dem asiatischen Kreditmarkt lassen uns zu der Annahme kommen, dass die Illusion von Too Big to Fail Firmen abnimmt. Stattdessen zeigt uns das Huarong-Rettungspaket, dass Rettungspakete in China nur noch für Unternehmen mit staatlicher Beteiligung angewendet werden. Wir sind nicht davon überzeugt, dass Evergrande diese Unterstützung von der chinesischen Regierung erhalten wird. Schaut man sich die Aktivitäten innerhalb des Evergrande-Konzerns an, scheint es da Konsens zu geben unter den Analysten. Doch wenn China den Immobilienriesen gegen die Wand fahren lässt, sind die 300 Milliarden Dollar Schulden eine Größenordnung. Welche Möglichkeiten hat man denn in solch einer Situation, sein Geld in Sicherheit zu bringen? Natürlich sind Sachwerte. Und im Sachwertbereich gibt es 2 große Favoriten und der erste Favorit ist Gold. Gold und Silber ist die Krisenwährung Nummer 1, sehr beliebt, natürlich auch sehr bekannt. Aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel während einer Krise die Geschäfte oder die Online-Shops geschlossen sind? Was machen Sie, wenn gerade alle kaufen wollen? Dann gibt es natürlich nichts mehr zu kaufen, beziehungsweise die Preise sind in solch einer Situation, zu solch einem Zeitpunkt, extrem überteuert. Was machen Sie, wenn Sie zum Beispiel Werte von A nach B transportieren wollen? Im Extremfall vielleicht sogar müssen.
Eine Million in Gold sind ungefähr 27 Kilogramm. Haben Sie schon mal 27 Kilogramm in einem schweren Rucksack über längere Zeit getragen? Oder Sie wollen Gold unbemerkt in ein Flugzeug bringen? Wobei ich Sie jetzt wirklich nicht auffordern möchte, am Zoll vorbei Gold in ein Flugzeug zu transportieren. Aber Sie werden mit großer Sicherheit nicht durch den Scanner kommen. Und man wird es Ihnen mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit wird man es Ihnen abnehmen. Sie können heute nicht so einfach eine Million in Gold durch die Gegend karren. Und eine weitere Frage in Bezug auf Gold, wie ist es mit der Meldepflicht? Warum gibt es diese Meldepflicht? Wussten Sie, dass jeder Goldkauf über 2000 Euro gemeldet wird? Und haben sich dabei schon mal gefragt, warum muss man überhaupt einen Goldkauf melden? Warum will der Staat wissen, dass Sie Gold zu Hause haben? Es steht in keiner Einkommensteuererklärung und es wirft auch keine Zinsen ab. Es fällt auch keine Kapitalertragssteuer an, die Sie abführen müssten. Also warum will der Staat wissen, warum Sie Gold besitzen? Meine Erklärung, ganz einfach, damit man am Ende ganz genau weiß, wo man es im Notfall wieder abholen kann. Der zweite große, scheinbar sichere Sachwerthafen sind Immobilien. Sehr beliebt als Sachwertanlage. Nur ist Ihnen dabei bewusst, dass man über die Grundsteuer jederzeit auf Ihre Immobilie direkt zugreifen kann. Und das hat man schon gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf alle Immobilien Zwangshypotheken eingetragen. Und zwar 50% bezogen auf den geschätzten Immobilienwert. Und über 30 Jahre hinweg mussten dann die Besitzer dieser Immobilien über eine erhöhte Grundsteuer das Geld zurückbezahlen. Auch jetzt sind schon wieder Bestrebungen im Gang, erhöhte Umlagen auf Immobilienbesitzer festzulegen. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit, an die niemand denkt und die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Eine wirklich super Alternative, nichts Digitales mit echten Werten hinterlegt, die seit Jahrhunderten den Beweis erbracht hat, dass sie Vermögenswerte erhalten hat und auch gerettet hat. Und wenn Sie wissen möchten, was das ist, klicken Sie einfach auf den Like, teilen Sie dieses Video und ich verrate Ihnen gerne, um was es dabei geht.